In einem kleinen Unternehmen mit einem Hauptsitz und drei Filialen werden untereinander auch Rechnungen gestellt, also nicht nur dem Kunden gegenüber, sondern auch unter den Filialen oder gegenüber der Zentrale. Und diese ausgehenden und eingehenden Rechnungen, die möchte ich untereinander abgleichen und das Ganze mit Pivot in einer Content Matrix. Doch schauen wir uns das Unternehmen mal kurz an. Es gibt eine Zentrale, das HQ, und dieses HQ, das ist das Konto von dem HQ, stellt zum Beispiel am 7.1. eine Rechnung über 876 Euro, eine Ausgangsrechnung, also an die Filiale Hamburg am 7.1. Und entsprechend muss das Konto von Hamburg am 7.1. eine Eingangsrechnung oder vielleicht einen Tag später auch eine Eingangsrechnung verbuchen. Das heißt, das hat eine Forderung erhalten von HQ und das Konto Hamburg muss an HQ nun wegen dieser Eingangsrechnung zahlen. Aber diese Filiale in Hamburg stellt vielleicht auch Ausgangsrechnungen an die Filiale in München. Vielleicht werden da Waren untereinander ausgetauscht. Das heißt, am 21.01. ging von Hamburg eine Ausgangsrechnung an München und in München finde ich dann am 21.01. in München im Konto von München eine Rechnung von Hamburg als Eingangsrechnung. Das hebt sich ja alles auf und in Summe muss da auch entsprechend null rauskommen, wenn man sich diese ganzen Forderungen untereinander anschaut. Also wenn man sich die Forderungen anschaut, was bei dem einen reingeht an Forderungen und bei dem anderen ja, bezahlt werden muss. Und ja, das schauen wir uns mal an. Die Konten habe ich hier in einer Liste zusammengeführt, alle untereinander stehend, alle Konten, damit ich das schön mit Pivot auswerten kann. Und so eine Kontenmatrix, die hätte ich gerne, wo ich sehe, okay, untereinander sind die Forderungen ausgeglichen, dass hier entsprechend Eingangs- und Ausgangsrechnungen korrekt verbucht wurden. Und ich sehe hier auch, dass vom HQ ausgehend hier zum Beispiel an Hamburg in Summe 3.100 Euro mehr an Ausgangsrechnung gestellt worden sind. Also wenn man Eingangs- und Ausgangsrechnung miteinander abgleicht, entsprechend sind gegenüber HQ in der Filiale Hamburg 3.100 Euro an offenen Verbindlichkeiten in Summe offen. Also wenn man Ausgangs- und Eingangsrechnungen ja, gegenüberstellt. So, inhaltlich Eingangsrechnung erhält man, Ausgangsrechnung schicke ich raus und hier sind überall positive Vorzeichen. Das werde ich aber gleich mit der Pivot-Tabelle klären. Ich nehme mal dieses Tabellenblatt, packe es in eine neue Datei, ich verschiebe es mal kurz rüber, um das nochmal neu mit Pivot-Tabellen zu lösen. So, alles in der neuen Datei, jetzt. Und ja, jetzt stelle ich hieraus eine Pivot-Tabelle. Klick auf Einfügen, Pivot Table und dann auf OK. So, dann sehe ich auf der rechten Seite meine Spalten, die ja auch hier sind. Ne? Diese Spalten, Datum, Konto, Empfänger. Also Konto ist das eigene Konto, Empfänger, von wem kam die Rechnung oder an wen ging die Rechnung. Ich habe mal hier total rausgenommen Rechnungen, die man an Dritte stellt. Also es soll nur der Ausgleich im Unternehmen sichtbar sein. Konto ist also das eigene Konto, das schiebe ich in die Zeilen. Empfänger ist das Konto, ja gut, an wen ich Geld schicken muss oder wer meine Rechnung bekommen hat. Und da schiebe ich einfach nochmal HQ mit der Maus ein bisschen nach oben. Das HQ ist ja ein bisschen wichtiger. HQ schiebe ich nach vorne. Ich gucke nur, dass die Reihenfolge passt. Also HQ, Hamburg, Köln, München. HQ, Hamburg, Köln, München. So. Ich vergrößere ein bisschen. Steuerung am Mausrad ein bisschen nach oben drehen. Ja, jetzt schiebe ich mal Werte hier rein. Werte. Und das sieht dann ein bisschen, ja, komisch aus, die Zahl. Weil hier sind ja alle Zahlungen drin. Hier sind alle Zahlungen von Hamburg an HQ und auch die Ausgangs- und Eingangsrechnung, da die ja alle positiv sind, alle addiert, das stimmt ja nicht. Ich habe Eingangs- und Ausgangsrechnung, das Feld hole ich mir noch zusätzlich darunter, Rechnung ziehe ich hier runter und ich sehe, das HQ hat Ausgangsrechnungen gestellt, Eingangsrechnungen erhalten, zum Beispiel von Hamburg. HQ hat
In Höhe von 3.619 Euro hat es Rechnungen an Hamburg rausgeschickt, aber auch 519 erhalten. In Summe, bitte nicht beides addieren, weil im Saldo soll ja hier dann 3.100 stehen wahrscheinlich. Das kann ich lösen mit einem berechneten Feld. Das ist ja jetzt gerade ein positives Feld. Eingangsrechnung muss ich ja bezahlen und um diesen Ausgleich zu sehen, klicke ich hier kurz drauf auf eine dieser Beschriftungen, klicke oben auf Analysieren in den Pivot Table Tools, dort auf Felder, Elemente und Gruppen und hole mir ein berechnetes Element. So, das nenne ich mal, das sind ja die Eingangsrechnungen minus, also ER2 könnte ich es nennen oder negativ dargestellt NEG. So, und was macht dieses Feld? Was macht dieses Feld? Als Formel nimmt es einfach den Eingangsrechnungswert und macht daraus ein Minus. Einfach Minus Eingangsrechnung. Mehr ist das nicht. Klick auf Hinzufügen, klick auf OK. Und jetzt sehe ich das gleiche Feld nochmal mit einem Minuszeichen davor. In meinem Filter, den ich habe, ich stehe jetzt hier, in meinem Filter nehme ich jetzt Eingangsrechnung weg. Das heißt, Eingangsrechnung wird deaktiviert. Klick auf OK. Ja, und dann sehe ich mein Ergebnis in Höhe von 3.100. Moment, da sind jetzt so viele Felder. Ich nehme mal die Summe weg. Ich nehme mal die Summe weg. Klick auf Entwurf. Teilergebnisse. Will ich alle nicht sehen? Alle nicht sehen? Ja, also ich sehe jetzt erstmal Folgendes. Ich sehe, dass das HQ in Summe 4.134 Euro an Forderungen Überschuss hat, wenn man gestellte Rechnung, Ausgangsrechnungen gegen Eingangsrechnungen hält. Das heißt, diese 4.134, die müssten in Summe auch hier stehen. Moment, wenn ich diese beiden Felder hier addiere, das sehe ich gerade unten in der Statuszeile. Ich sehe also, was zum Beispiel hat das Hamburger Kontor hier, die Hamburger Filiale, an Ausgangsrechnungen an Hamburg, an die HQ gestellt. Und was hat es von denen an Rechnungen erhalten? Das sind genau die Werte negativ zu diesen hier. Ich sehe es zwar jetzt nicht durch Farben gekennzeichnet, dass die Werte passen, aber hier, die heben sich auf. Wenn ich das jetzt zuklappe, wenn ich jetzt hier reduziere und diese Dimension hier wegklappe, man kann ja auf die Minuszeichen klicken. Oder alternativ auch bei Analysieren auf das Minuszeichen hier Feld reduzieren, dann sehe ich, dass hier die Forderungen, die offen sind gegenüber dem HQ, bei den anderen Unternehmen offen sind. Ich sehe auch hier, wie die Unternehmen untereinander, die Filialen untereinander hier Rechnungen offen haben und wer da eher im Überschuss ist oder wer hier, naja, wer hier mehr oder weniger Forderungen noch offen hat. Ja, also eine wunderbare Möglichkeit, sich mal anzuschauen, ob die Konten auch auf beiden Seiten, beim Empfänger, beim ausgehenden Rechnungssteller, ob die stimmig sind und ob entsprechend, wenn bei dem einen Geld gefordert wird, bei dem anderen das Geld auch entsprechend eingetragen wurde. Das kann ich ja auch mal prüfen. Wenn hier zum Beispiel Hamburg gegenüber HQ eine Rechnung stellt in Höhe von 50 Euro. Ich mache mal da eine Null draus. So, das heißt, bei Hamburg ist der Wert jetzt anders gegenüber dem HQ. Der hat also, oder machen wir 1 Euro raus. Aber als Eingangsrechnung steht ja beim HQ noch 50. Bei als Eingangsrechnung steht hier gegenüber Hamburg noch, na, da ist er, 50 Euro. Ich aktualisiere mal die Pivot-Tabelle. Einmal aktualisieren, analysieren geklickt, aktualisieren. Dann sehe ich, dass in meinen Buchungen irgendwo eine Differenz in Höhe von 49 Euro ist, die ich jetzt momentan noch optisch suchen muss. Aber das kann ich auch mit bedingter Formatierung zum Beispiel machen, dass er mir zeigt, was passt hier in Pärchenkombination nicht vernünftig zusammen.
Also, ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit für Pivot, wenn man mehrere Konten hat. Das können euch ruhig 20, 30 Konten sein, sich anzuschauen, ob die Konten entsprechend die ja, Gegenbuchungen auch in den anderen ja, Gegenstellen dort haben. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, wünsche eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Video.